für viele wohl eine recht überraschende Bilanz. Ob auch die steirischen Taxiunternehmer in der Krise gut bestehen konnten oder baden gegangen sind, zeigen wir Ihnen gleich im Wirtschaft im Bild Branchencheck. Zuvor noch einige aktuelle Kurzmeldungen. Weil die Verhandlungen zwischen dem Land Steiermark und dem Bund über die Finanzierung des rund 500 Millionen teuren Großprojekts LKH 2020 neuerlich auf Eis liegen, schlagen die steirischen Sozialpartner jetzt Alarm. Der dringend notwendige Spitalsausbau inklusive des Neubaus der Chirurgie dürfte nicht verzögert werden, heißt es. Bisher will der Bund lediglich ein Drittel der Kosten übernehmen. Land- und Sozialpartner fordern hingegen mindestens 40% Beteiligung des Bundes und warnen vor einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung, sollte nicht bald eine Lösung gefunden werden. Bereits zum 13. Mal ist vor kurzem in der Grazer Helmut-List-Halle der Fast Forward Award vergeben worden. Der begehrte Innovationspreis, mit dem das Wirtschaftsressort des Landes innovative steirische Unternehmen auszeichnet. Die Bandbreite der Siegerprojekte reicht heuer von modernster Altglassanierung über neueste Technologien bei Suchgeräten für Alpinisten und für Computerspielsoftware bis hin zu Robotiksystemen für die Bewegungstherapie. Die Gewinner des mit 10.000 Euro dotierten Wirtschaftspreises des Landes heißen diesmal Tyromotion, Pieps, Seca, Binder & Co., Joanneum Research und Bongfish. Überreicht wurden die begehrten Trophäen von Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann. Mehr als 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft waren bei der Vergabe des größten Bundesländer-Technologiepreises dabei. Die Grazer Bäder können in einem ersten Rückblick auf den heurigen Sommer trotz der vielen Regentage mit einer guten Bilanz aufwarten. Nach einem schlechten Start, besonders im Mai und Juni, brachte der August für einige Betriebe sogar neue Besucherrekorde. Insgesamt durften sich die Grazer Bäder über 250.000 Saisongäste und damit über ein Umsatzplus von 8% gegenüber den Vorjahren freuen. Jeder kennt sie, fast jeder braucht sie ab und zu, doch kaum jemand macht sich jemals Gedanken darüber, wie es ihnen eigentlich so geht. Die Rede ist von den steirischen Taxiunternehmern mit ihren rund 3.000 Beschäftigten. Wie es dieser traditionsreichen Dienstleistungsbranche im Jahr 1 nach Ausbruch der Krise geht und mit welchen Sorgen und Hoffnungen die steirischen Taxler in die Zukunft blicken, sehen Sie im Wirtschaft im Bild Branchencheck. Mehr als 1.100 Taxis sind Tag für Tag auf den steirischen Straßen unterwegs. Allein in Graz sind es mittlerweile über 600. Während sich die Auswirkungen der Krise im ländlichen Raum in Grenzen halten, hat sich vor allem in der Landeshauptstadt der ohnehin harte Konkurrenzkampf in den vergangenen Monaten zusätzlich verschärft. Denn Sparen in der Krise heißt für viele Kunden auch Sparen beim Taxi. Ich bin 18 Jahre Taxifahrer und ich muss ehrlich sagen, die letzte Zeit hat sich extrem entwickelt, dass die Kurzfahrten komplett ausfallen, die Leute den Euro fast 3-4 Mal umdrehen, überlegen, gell, ob sich das auszahlt oder nicht. Diesen subjektiven Eindruck kann die Chefin der größten Grazer Taxigruppe und Branchenvertreterin in der Wirtschaftskammer mit harten Zahlen untermauern. Es trifft sowohl jene Fahrzeuge, die von den für die Branche so wichtigen Funkzentralen organisiert werden, doch noch stärker betroffen sind die sogenannten Stellplatzfahrer, also jene Taxler, die ohne Funkanbindung auf Fahrgastfang gehen. Zentrale organisierte Autos, würde ich meinen, sind die Rückgänge mit 6-7% zu betiteln. Die funklosen Autos allerdings, das sind die, die sich aufstellen an Einsteigerstandplätzen sowie Hauptplatz, Hauptbahnhof und Flughafen. Also die vermelden Rückgänge bis -15%. Und das ist schon sehr drastisch. Als Konsequenz würden viele Unternehmer und Fahrer versuchen, die Ausfälle durch längere Dienstzeiten am Steuer wettzumachen, erzählt die Expertin. Um die Krise zu übertauchen, fordern die Taxiunternehmer unter anderem mehr Unterstützung seitens der Politik ein. Für eine geordnete Gewerbeausübung ist uns auch sehr wichtig, dass wir genügend Standplätze haben. Wir haben im Moment ein Missverhältnis. Wir haben ca. 600 Fahrzeuge aktiv und aber leider nur 220 Standplätze, wo wir auffahren können. Da finden sehr intensive Gespräche statt und wir hoffen, dass in Zukunft das verbessert werden kann. Aus eigener Kraft wollen die Taxler mit weiterer Qualitätsverbesserung bei den Fahrzeugen und Anfahrzeiten und mit Schulungen der Fahrer in Bezug auf den Kundenumgang ihre Fahrgastzahlen in Zukunft wieder steigern. Das war die neueste Ausgabe von Wirtschaft im Bild, dem neuen Internet-TV-Magazin der Steirischen Wirtschaftskammer. Danke, dass Sie bei uns reingeklickt haben und wir freuen uns auf ein Wiedersehen unter www.wko.tv. Bis dann.